Standortbotschafterin und Standortbotschafter für Leverkusen ergänzen wollte. Da habe ich überlegt und zugesagt und fühlte mich sehr geehrt und war begeistert. Die Idee fand ich prima, Leverkusen als Standort voranzubringen. Leverkusen, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, ich war ein paar Jahrzehnte woanders, bin dann aber wieder hergekommen. Ich war in Städten wie Sydney und Berlin für längere Jahre und da kam dann halt auch immer die Frage, Leverkusen, aha, warum? Ich beantworte Ihnen das in meinem kleinen Vortrag hier. Ich weiß aber nicht, ob Sie das auch kennen, dieses zunächst die Begeisterung für diese Aufgabe. Begeisterung, etwas präsentieren zu dürfen und repräsentieren zu dürfen, was das eigene Leben stark geprägt hat. Und dann aber doch auch so eine leise Ratlosigkeit, die sich von hinten reinschleicht und die da sagt, was ist das denn eigentlich für eine Aufgabe? Was habe ich denn zu tun? Herr Dr. Obermeier ist ja nicht dumm, hat mich angerufen, hat gesagt, muss Janisch machen. Sagt er natürlich anders, er kann das ja nicht so schön Janisch. Muss Janisch machen, das ist genau wie immer. Ja, dann habe ich auf die Homepage der BML geguckt. Ich weiß nicht, ob Sie sich die Mühe mal gemacht haben, zu schauen, was eigentlich die Aufgabe eines Botschafters ist. Da steht, ein Botschafter ist ein Diplomat und oberster Beauftragter eines Staates in einem anderen Land oder bei einer internationalen Organisation. Er wird vom Außenminister entsandt und ist persönlicher Repräsentant des Staatsoberhauptes seines Landes. Ich kam also ins Grübeln, den ich zugesagt hatte. Was also würde von mir erwartet werden? Dass ich meine 3 bis 4 einflussreichsten Freunde kontaktiere, Leute wie Richard Branson, Warren Buffett, Bill und Melinda Gates. Ich kenne diese Leute alle nicht persönlich. Okay. Großartige Unternehmer wären hervorragend, hier in Leverkusen zu haben. Das würde nochmal einen Schub der ganz anderen Art geben. Vielleicht, wir alle sind hier tätig und wir alle bewegen hier viel. Nochmal ein etwas anderer Kontext. Gut, ich habe also weiter Wirtschaftsförderung. Herr Dr. Obermeier hat uns gesagt, auch der Freizeitwert einer Region ist wichtig. Also habe ich überlegt, was bringt die Menschen dazu umzuziehen? Was bringt sie dazu, ihren Standort zu wechseln, ihren Wohnort zu wechseln? Wasserspiele, atemberaubende Landschaften, Skylines, Wildlife? Was also hat Leverkusen zu bieten? Noch zusammen auch. Mit dem Berg ist es ein bisschen schwierig. Schöne Aussicht, einer der höchsten Punkte Leverkusens. Eine Skyline? Und viele Tiere auch. Gut, ich kam nicht wirklich weiter. Also erinnerte ich mich zurück an unser nettes Telefonat und dachte, letzten Endes bin ich ja Botschafterin wegen meiner unternehmerischen Tätigkeiten, wegen meiner Aktivitäten, die ich tagtäglich und wenn eben auch mit besonderen Daten in meinem Kalender immer wieder durchführe. Und das sind ja nur die Punkte, wo ich wirken kann. Die sind aber ja nicht ganz verkehrt. Jetzt fragen Sie sich, wer ist das denn überhaupt, die da steht? Kenne ich gar nicht. Herr Obermeier hat ja gesagt, Verlag, ja. Akademischer Verlag, ja. Ulrich Academic ist das Dach, unter dem ich 5 Unternehmen führe. 2, Sie mögen es kaum glauben, wenn Sie nicht aus den Fachbereichen kommen, die wir betreuen, Sozial- und Erziehungswissenschaften, 2 in Deutschland führende und auch international renommierte Fachverlage mit ihrem Zeitschriftenanteil. Dazu ein Schulungsunternehmen für Akademikerinnen und Akademiker, für die wissenschaftliche Präsentation, das wissenschaftliche Schreiben, das wissenschaftliche Publizieren, das sind unsere Schwerpunkte, und eine Agentur für wissenschaftliche Kommunikation. Das sind die Bereiche, in denen meine Unternehmen tätig sind. Ich selber bin darüber hinaus Autorin, Übersetzerin, Rednerin und auch Trainerin. Die Gelegenheit, wo ich Minister Schamping ein Buch überreiche, ist
etwas tun für Leverkusen. Mein jährlicher Terminkalender ist relativ voll. Sie alle kennen einen Teil davon, nämlich die Buchmesse in Frankfurt. Auf der Frankfurter Buchmesse waren im letzten Jahr im Oktober 2000 Aussteller aus insgesamt 43 Ländern. Die waren nicht alle bei unserem Stand, aber schon einige. 18.000 Fachbesucher insgesamt und 660.000 Besucher, wenn man alles zusammenzählt. Das ist schon eine Menge Holz. Die kamen nicht alle bei unserem Stand vorbei. Ich hatte die Postkarten dabei, die waren hinterher weg. Publikumstage sind sehr beliebt dafür. Und die Broschüren waren auch dabei, die waren nicht alle weg. Aber ich hatte ja mein Köfferchen, konnte alles wieder einpacken und für die nächste Gelegenheit mit nach Hause bringen. Viele von Ihnen dürften auch viel unterwegs sein, in unterschiedlichen Kontexten, bei unterschiedlichen Veranstaltungen, um Vorträge zu halten oder sonst in Kontakt zu treten. Jüngst war ich in Hamburg und habe bei dem EWMD, European Women's Management Development International Network, kurz und knackig, einen Vortrag gehalten. Und Leverkusen läuft da immer mit. Und das ist jetzt ein Netzwerk für Führungsfrauen. Und da ist dann eben, sind nicht so viele Botschafterinnen, aber es sind welche. Und Leverkusen arbeitet daran und hat einen hervorragenden Unternehmerinnen-Treff. Das sind alles auch wichtige Akzente und wichtige Zeichen. Und all das transportiere ich mit, wenn ich bei diesen unterschiedlichen Gelegenheiten spreche. Zum Teil habe ich mein Köfferchen dabei. Außerdem, viele von Ihnen habe ich gesehen, sind ebenfalls bei Rotary aktiv. Ich bin in keinem Leverkusener Club, das ist einfach meiner Zeitsituation geschuldet, dass ich in dem ersten E-Club Deutschlands Mitglied bin. Wir treffen uns halt virtuell, aber auch live. Und wenn ich live dort bin, habe ich neben meinem notarischen Mädchen natürlich immer meinen Löwen am Gewehr. Und da sind schon lustige Auseinandersetzungen und Diskussionen zu entstanden, dass die Kölner mich dann fragen, wie ich denn das gut. Es gibt weitere Netzwerke, in denen ich aktiv bin. Hier war ich im Frühjahr in Mainz bei einem nationalen Treffen von Unternehmerinnen und Unternehmern, die in einem bestimmten Kontext sich treffen und austauschen. Und auch da, Leverkusen läuft immer mit. Die Diskussionen über Standort, Vor- und Nachteile laufen immer mit. Das ist das, was ich tun kann. Was ich bisher noch nicht geschafft habe, und das tut mir sehr, sehr leid, das bedauere ich sehr, und ich hoffe, dass der heutige Abend da ein Auftakt zu sein wird, beziehungsweise auch schon ist, weil ich bin ja hier, denn die ganzen Spaßfaktoren, ein ganz wichtiger Faktor auch im Leben von Exzellenzen, ist ja das Herumstehen auf Partys mit einem Glas in der Hand. Und das habe ich bisher wirklich viel, viel, viel zu selten geschafft, im Leverkusener Kontext dabei zu sein. Die ganzen herrlichen Gelegenheiten, die Herr Dr. Obermeier aufgezählt hatte, gerade dieses, der Empfang zur Eröffnung von Leverkusen am Eis, da bin ich